Guten Morgen in the morning, herzlich willkommen auf meinem Kanal Farbenfroh 60 Plus. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich habe eine volle Kiste, also will ich mich auch gar nicht lange mit Quatschen aufhalten. Vielleicht nur mal so viel gesagt, bitte abonniert meinen Kanal doch mal. Das wäre ganz gut für mich, weil das ist Belohnung für meine Arbeit, die ich hier habe. Und die ich sehr gerne habe. Und ja, gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das, was ich jetzt euch alles vorstelle, das sogenannte Top oder Flop meiner Einkäufe, meiner Bestellungen, ja, das Resultat meiner Ware, die leer ist, alle ist und die ich mir vielleicht wieder kaufe oder wo ich sage, brauche ich nicht mehr. Jo. Wo fange ich denn am besten an? Es sind diesmal so große Sachen. Ich fange mal an bei einem absoluten Top-Produkt. Ich habe es mir schon öfter gekauft und es ist einfach ideal, ganz besonders für feine Haare. Also ich rede wirklich von feinen Haaren. Und da rede ich von dem Styling-Spray Lockentraum von Isana. Es gibt nichts Besseres. Einfach ins trockene Haar. Es ist noch so ein Klicks drin. Einfach ins trockene Haar. Wenn ihr es gewaschen habt, wenn ihr am nächsten Tag so ein bisschen, dass es so hängt, einsprühen und kneten und es ist wirklich wunderbar und sieht auch dann so ein bisschen lockig aus. Also bitte nicht, ihr habt dann keine Ringellocken, aber man kann es wirklich richtig schön machen. Das ist ein Lieblingsprodukt von mir und das ist von mir eigentlich das Lieblingsprodukt von diesem Jahr. Und ich werde es mir auch wieder für die Reise kaufen, weil das ist noch ein bisschen sehr wenig und deswegen stelle ich mir das auch gleich hier hin, damit ich dran denke. Gibt es bei Rossmann. Ist doch überhaupt nicht teuer, finde ich. Ein Produkt, von dem ich nicht begeistert war, sind Dreamwaves. Das Mousse und zwar für langes, gewelltes Haar. Also, ich habe keine Wellen drin und ich hatte gar keine drin, wenn ich das angewandt habe. Vielleicht ist es wirklich nur, also da steht auch noch drauf, 24 Stunden duftendes Haar. Ja, gut, das kann sein, das weiß ich nicht. Wenn natürlich jemand im Fischladen arbeitet, sind solche aufgedruckten Sachen einfach mal idiotisch. Weil das Haar riecht dann nach Fisch und nicht schönes, frisches Haar, 24 Stunden. Ja, und lang ist ja mein Haar, aber ohne Verkleben, ohne Beschweren, das stimmt, aber es ist auch ohne Wellen. Also ab in die Tonne bei mir. Ein Produkt, was ich mir wieder kaufen würde, was ich sehr liebe bei DM, das ist die hauseigene Marke Balea. Das ist das Trockenshampoo. Hawaiian Coconut. Man muss auf Kokosduft stehen, um es zu lieben. Es hat wirklich eine langanhaltende Frische und das finde ich erstmal schon mal ein toller Spruch. Aber nicht 24 Stunden duftendes Haar. Ich kann euch jetzt auch noch sagen, wenn ihr in einer Frittenbude arbeitet, da könnt ihr 6 Stunden nur drin stehen. Dann gilt das auch nicht, dass das Haar 24 Stunden duftet. Lasst doch diese Stundenzahl sein. Also langanhaltender Duft stimmt, ist langanhaltend, ist für jeden. Ja, für mich heißt langanhaltend, dass es wirklich, dass ich es auftrage, dass ich noch einen schönen Duft habe. Ich stehe total auf Kokosnuss. Und ich esse die gerne, ich trinke nur die Milch nicht, aber ich rieche Kokos gerne, ich schmecke Kokos gerne und daher habe ich mir das gekauft und das war toll. Und immer beim Trockenshampoo, es gibt ja immer wieder neue Zuschauer. Ich habe es gerade diese Woche wieder meiner Tochter gesagt. Ich weiß, es gibt absolute Widersacher, die sagen, ich stimmt ja nicht. Es stimmt, weil ich habe auch schon viele Nachrichten auch unter den Videos gesehen. Mensch, danke, das stimmt. Ich habe helles Haar. Und dieser Trockenshampoo ist ja meistens, wenn man es nicht für dunkles Haar hat, dann ist es meistens grau. Na, also so weiß, das seht ihr ja jetzt hier, ne?
Und wer jetzt dunkles Haar hat, der hat dann weiß, der sagt mir immer, ja, bei mir sieht alles weiß und grau aus. Dann sage ich, wendet doch Trockenshampoo mal anders an. Schauen wir das sonst noch mal drauf. Ich nehme es zwischen die Hände, ordentlich eine Portion, und dann kribbel ich hier am Ansatz langsam rein. Dann seht ihr überhaupt gar nichts von diesem weißen Streifen. Dieser weiße Streifen bleibt, wenn ihr es Scheitel für Scheitel aufsprüht, weil das geht nicht weg. Das geht auch hier nicht weg. Das seht ihr ja. Also das ist der richtige Beweis dafür. Wenn ich es aber so mache, hier ist jetzt nichts dran, wenn ich es jetzt hier auf meiner Hand verteile, gleich einreibe, dann seht ihr hier so gut wie gar nichts mehr. Und das ist ja jetzt noch nicht durchgekämmt, sondern nur verteilt. Und schaut euch mal die Seite an. Das seht ihr auf der Kopfhaut. Also nochmal, der Tipp ist wirklich ein guter. So haben wir schon früher im Friseursalon unseren dunkelhaarigen Kunden Trockenshampoo empfohlen und so aufgetragen. Und genau das reicht. Aber niemals Scheitel für Scheitel und dann anfangen zu bürsten. Hätten tut es von der Kopfhaut her an, aber nicht von der Kopfhaut, wenn dieser Puder da drauf liegt. Macht keiner gerne. Und ich kenne es früher, Frotti-Shampoo, das war ja aus der, ja, das war so ein Puder und den haben wir immer zwischen den Händen verteilt und dann einmassiert. Es war hervorragend. Früher kamen ja die Leute nach der Dauerwelle, hatten die ja noch zweimal aufkämmen wieder drin und oftmals hatten dann Kundinnen schon einen bisschen fettigen Ansatz und dann haben wir mit dem Trockenshampoo gearbeitet und die waren glücklich und selig. Also toll, wer auf Kokosnuss steht, kaufe ich mir wieder, wenn es es gibt. Aber von Balea gibt es auch eine ganze Menge anderes. So, ich habe jetzt, glaube ich, alles an Silber-Shampoo aus der Drogerie ausprobiert. Das heißt immer Anti-Gelb-Stich, es macht strahlendes Blond, macht alles gut. Aber für graue Haare reicht das nicht aus. Gar keins dieser Shampoo. Wenn ihr Glück habt und habt eins gefunden, was bei eurem grauen Haar auch immer gut ist, dann ist es toll. Ich empfehle als einziges, und das muss ich wirklich sagen, es ist nicht, also es ist den Preis voll wert. Jeweils ist es einmal Spülung, das ist von Eleven. Keep My Color Blond Shampoo und Keep My Color Treatment Blond, also Pflegespülung. Die macht aber so richtig toll. Ich habe das selbst empfohlen bekommen von einer ganz lieben Zuschauerin aus Wien. Ich bin der noch heute dankbar. Mein Dank schleicht ihr noch hinterher. Die hat mir nämlich gesagt, hol es. Und dann habe ich auch den Preis gesehen. Es kostet jetzt über Amazon 19,99. Ich muss sogar sagen, dass ich das erste, was habe ich geschenkt bekommen von ihr. Und das war also wirklich, es ist revolutionierend. Man sollte sich Handschuhe anziehen, wenn man gleich anschließend rausgeht. Es ist kein Tönungsshampoo in dem Sinne, aber es ist richtig blau, blau, blau. Und ich lasse die erste Wäsche, da wasche ich mir die Haare durch. Die zweite Wäsche, ich mache das immer unter der Dusche. Bei der zweiten Haarwäsche lasse ich das eine Weile einwirken. Und wer jetzt hier noch Conditioner braucht, kann den Conditioner auch noch mal einwirken lassen. Und dann hat man nämlich durchweg ein wunderschönes Grau. Und man hier unten, wo man dann manchmal schwitzt, kommt auch nichts Gelbes zum Vorschein. Und das kommt bei allen Shampoos aus der Drogerie bei mir wieder durch. Und das ärgert mich. Das ärgert mich, die Platze. Und ich will mir keine Tönung holen und auch keine Haarfarbe holen. Und ich will mir auch kein Metallic-Spray holen. Ich möchte mein natürliches Grau strahlen sehen. Und ich meine, das strahlt. Also, ich kann es euch empfehlen. Wie gesagt, über Amazon gar kein Problem. Eleven kann ich empfehlen. Und ich hole mir das nur noch. Für mich gibt es jetzt kein anderes Shampoo mehr, weil die sind nämlich auch alle teuer. Und wenn es dann nicht bringt, habe ich sie alle meinem Helden gegeben. Aber der steht nun mal auf Alpecin, was ihm auch die Schuppen nimmt. Jo. So. Weiteres Lieblingsprodukt von mir. Oh, ich weiß, jetzt melden sich wieder alle die. Das reicht doch nicht.
Tropical Bronze, intensive bräune und seidige Haut von Nivea, Lichtschutzfaktor 6. Wer es denn will, der kann es holen. Wer es denn nicht will, der lässt es sein. Ich benutze das nicht als einziges. Ich benutze Tagescreme mit Lichtschutzfaktor. Ich benutze Sonnencreme von Yepoda, Lichtschutzfaktor 30. Und dann will ich nicht weißeln und dann will ich ein schönes Braun haben. Und darüber kommt Gesicht, Hals, Dekolleté und Oberarme. Das, was frei liegt, wenn man bräunt. Beine liegen bei mir nicht frei, dürfen nicht frei liegen, dürfen nicht in die Sonne. Da nehme ich Selbstbräunungscreme, dann kommt das rüber. Karotin. Nebenbei fresse ich noch ein paar Möhren und dann habe ich die schöne Farbe, ohne mir viel Foundation aufs Gesicht zu hauen. Und deswegen stehe ich auf das und kaufe es mir immer wieder. Karotin. So, dann muss ich weiterhin sagen, ich benutze sie weiter, obwohl die Kooperation zu Happy Glam ja jetzt nicht mehr vorhanden ist. Das weiß man einfach. Firmen, die am Anfang stehen, die junge Unternehmen sind, die nehmen ganz einfach mal normal los. Leute oder Normalleute, wie die Michel von der Mössing nicht. Aber ich bin ja nicht ganz normal. Aber die Kapseln, wenn ich auch den Lack nicht mehr nehme. Ich nehme momentan Manifix und bin tatsächlich ein wenig manifixiert. Bin richtig happy. 2, 3 Versuche brauche ich noch, damit es richtig gut wird. Aber beim zweiten Versuch schon tolle Haltbarkeit, sehr, sehr schön. Und habe auch große Unterstützung, indem die mir sagen, wie das ist. Und ich kann meinen eigenen Nagel tragen. Und das wollte ich einfach mal ausprobieren. Nicht, weil mir Happy Glam nicht gefällt. Ich habe die schränkeweise voll Happy Glam. Die müssen ja auch erstmal aufgebraucht werden. Und da werde ich sicherlich auch irgendwann vielleicht mal wieder zurückkommen. Aber das will ich jetzt wissen, was meine Nägel da tatsächlich unten drunter machen. Die sollen nämlich noch besser sein als eben, wie gesagt, LED-Lack. Aber das ist mein eigener Versuch. Wer mit Happy Glam zufrieden ist, bleibt dabei. Weil über Happy Glam gibt es jetzt bisher bei mir nichts anderes. Aber von Happy Glam bestelle ich mir nach wie vor die Enhance-Kapseln für Haare und für Fingernägel von innen her. Und ich bin begeistert. Ich nehme nach wie vor, ich habe nur die ersten 4 Wochen 2 am Tag genommen und seitdem nehme ich immer unterstützend ein Nahrungsergänzungsmittel. Und dabei werde ich auch noch lange bleiben, bis ich dann mal wechsle, weil der Körper sagt, auch komm, mach mal was anderes, dann rüge ich mich wieder an und dann funktioniere ich wieder ein bisschen anders. Von was ich nicht begeistert war, ist von der Tuchmaske von Isana. Ich bin von vielen Masken von Isana sehr angetan, aber hier seht ihr ja schon wieder, warum habe ich zugegriffen? Fertig Kokosnuss. 25 Jahre Exotic Party. Intensive Feuchtigkeit, verschönert das Hautbild, Hyaluron, Vanilleextrakt und Kokoswasser. Auftragen, einwirken lassen, abnehmen, wegschmeißen und sagen, nächstes Mal was anderes. So, jetzt habe ich noch 4 Artikel, die unerlässlich in meinem Haus sind, wovon ich von meinem Helden und natürlich auch von dem, was ich nutze, und ich soll auch wo sagen, von meinem Hund, Nature Can. Nature Can for Dogs. Wir haben ja 2 bestellt, damit es ihm gut geht. Einmal für Gelenke und das sind Leckerlis kleine für unterstützen Sie gesunde Gelenke und Hüften mit unseren köstlichen Hundeleckerlis mit Erdnussbuttergeschmack aus biologischem Anbau von Tierärzten entwickelt. Toll. Haben wir auch wieder bestellt. Das ist einfach so, dass ja, ich hatte dann noch für den allgemeinen Gesundheitszustand, aber ich sage euch gleich, ich finde die ein wenig zu groß als Leckerlis. Zumindest für meinen kleinen Hund. Die sind tatsächlich so groß und er muss fest zuweisen, ich habe jetzt die einmal geteilt und dabei bleibt er. Da kriegt er am Tag 2 Hälften, morgens eine halbe und abends eine halbe, weil der kriegt ja auch so Leckerlis dazwischen. Aber für seine Hüfte, für sein Patella-Syndrom, rausspringende Kniescheiben, das hat sich so verbessert
Und da habe ich jetzt auch noch so ein Muskelbalm, sowas Ähnliches, sage ich mal, wie Teufelskralle. Auch damit massieren wir ihn ein. Wer das gerne sehen will, schaut mal nach. Wir haben über Nature Can with Dog für den Hund, haben wir ein Video zu laufen. Gerne, gerne, gerne könnt ihr da mal reinschauen. Es geht ihm wirklich gut und er liebt es und es geht ihm einfach körperlich viel, viel besser, obwohl er ja jetzt erst im November 3 wird. Aber auch kleine Hunde haben ihre Probleme und die hat er. Also die Leckerlis bestelle ich wieder und teile sie einmal durch, weil ich finde die nun einen Tacken zu groß, um morgens eins und abends eins zu geben und das zweifach. Also das war mir dann doch zu viel. Dann haben wir hier die sauren Gummibärchen, die sind alle. Die nehme ich ja sehr, sehr gerne mit dem CBD-Öl. Es ist einfach ein, also ich sag mal, wenn ihr euch sonst eine Tüte Gummibärchen holt, warum holt ihr euch Gummibärchen? Ich kann euch sagen, meine alte Tante hat früher gesagt, hol dir Gummibärchen, ess Gummibärchen, ist gut für die Gelenke. Ja, Gallatmasse hat sie immer irgendwie sowas gesagt. Ja, es ist einfach dieses, man muss das viel essen. Gummibärchen sind gesund. Ja, so bin ich aufgewachsen. Ich habe viel Gummibärchen gegessen. Und daher habe ich mich natürlich auch dafür entschieden. Die sauren Gummibärchen sind mir nicht so lieb wie die normalen. Aber wer jetzt richtig auf sauer steht, der kann die nehmen. Und ich weiß jetzt nicht genau. Also ich nehme, wenn es mir so richtig mal blöde geht, dann nehme ich 3 Stück am Tag. Man kaut da so ein bisschen drauf rum. Die sind auch ein bisschen größer und sie haben mir nicht geschadet. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, dass ich nach Einnahme der 3 und das 3 Tage lang, dass ich dann hier durch die Gegend gehopst bin wie so ein Gummibärchen. Das auch nicht. Aber ich habe einfach dieses Gefühl, ich nehme lieber so etwas, als dass ich jetzt eine Tablette nehme, ein Medikament nehme oder gleich Nahrungsergänzungsmittel oder. Also das hat mir recht gut geholfen. Dann sind hier die sind leider auch alle, die Gummibärchen, Hanfextrakt, verschiedene Fruchtaromen. Das sind die nicht sauren, die lieb ich mehr. Und da habe ich auch schon wieder bestellt, dass die dann mal da sind. Ich habe das jetzt einfach verbraucht, weil ich nicht jeden Tag nehme, aber es ist immer eine bestimmte Darreichungsform, wird angeboten und sicherlich sollte man die Schachteln nicht sofort essen. Also so Gummibärchen-Fanatiker, die sich so eine Tüte nehmen und hauen sich die alle rein, das ist hiermit nicht gedacht. Das hat schon Nahrungsergänzungsmittel und CBD. Also das ist so, das sollte man. Man sollte ja auch nicht 400 Mohnbrötchen essen, selbst wenn man sie schafft, weil dann der Mohn ja auch machen könnte. Macht aber nicht süchtig, kein THC drin. Also ganz, ganz gut. Aber ich bin immer über 3 am Tag dann nicht hinweggekommen. Das hat mir auch gereicht. Das lasse ich langsam im Mund zergehen, zum Schluss ein bisschen kauen und dann ist alles süß genug. Und wenn ich da so eine Tüte reinstopfe, das ist ja nur süß, 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 süß. Anschließend klebt alles. Also ich bin halt nicht so ein Fanatiker. Aber ich bin ein absoluter Befürworter. Die ist alle neu bestellt und die neu bestellte, die steht schon im Wohnmobil, weil ich finde, bei Muskelkater, bei Verspannungen, weil man mal vielleicht blöd irgendwie liegt, bei vorübergehenden Knieschmerzen, wenn mir mal der Rücken so wehtut, dann finde ich CBD Joint Balm ist wahnsinnstoll. 1500 Milligramm CBD sind damit drin. Es tut sofort wohl. Es ist sofort ein spürbar so ein bisschen leichte Kühle, obwohl es kein kühlendes Balm ist. Aber auch beim Eincremen oder auch bei dem mal so ein bisschen massieren, gerade so, wer mit dem Nacken immer zu tun hat, was ich auf jeden Fall habe, ideal. Und dann mit dieser Pumpfunktion wirklich super toll. Wie gesagt, neue Flasche ist bestellt. Ist toll. Guckt ruhig mal rein bei Nature Can. Es gibt für jede Situation etwas. Mein Held wird demnächst auch wieder ein Video stellen, denn der testet jetzt schon ziemlich lange.
neue Produkte, weil er mal was anderes haben wollte. Wir wollen ja auch immer mal was anderes haben. Wir wollen mal ein kleines Kleid, neuen Pullover, mal was anderes anziehen. Man möchte ganz gerne mal neue Kosmetik auf dem Tisch haben. Und so hat er gesagt, du, ich gehe jetzt mal da über und werde das mal testen. Und er wird das im Wohnmobil dann irgendwann euch sagen, was es ihm nutzt. Weil er hat bei mir so ein bisschen, immer so ein bisschen rübergeguckt, ah, du nimmst Billoma, naja, dein Kram nehme ich nicht. Er ist nun mal der Nature-Fan und Freak. Und er möchte jetzt einfach auch mal wissen, was Kollagen bei Männerhaut bewirkt. Und das habe ich ihm jetzt auch gelassen. Habe gesagt, ich nehme meins, ich weiß, was Kollagen bei meiner Haut bewirkt, weil ich es einnehme. Und dann soll er doch bei seiner Firma bleiben. Da kriegt er aber ein Video. Jo, das war's. Vorbei, vorbei, vorbei. Verbraucht im verbraucht im September. Und ja, ich denke mal, im Oktober werdet ihr dann mehr von meinem Helden hören. Da sind wir ja noch den ganzen Oktober unterwegs und auch noch ein bisschen im November. Also da werden wir uns dann und woanders sehen als hier. Und ja, in diesem Sinne kann ich nur sagen, schreibt auf, schreibt auch ruhig unten drunter mal Fragen, was zu Nature Can euch vielleicht interessiert, weil wir haben eine gute Verbindung zum Alex. Wir können da immer hinterfragen, weil jeder hat ein anderes Problem, ganz besonders zu Fellnasen. Es gibt übrigens auch, glaube ich, mittlerweile für Katzen, ich glaube sogar für größere Tiere, aber ich habe jetzt keine Ahnung, weil wir halt nur einen Hund haben. Ja, das einzige Pferd im Stall bin ich hier. Wir, wir, wir. Und daher konnte ich das jetzt nur so weitergeben. Ja, also stellt Fragen. Ihr könnt auch noch mal Fragen zu den Shampoo stellen. Ihr könnt und mir mal selber sagen, vielleicht habt ihr ja ganz andere Erfahrungen. Dann ruhig schreiben. Konstruktive Kritik. Dagegen hat nie jemand etwas einzuwenden. Und in diesem Sinne verbleibe ich euch einen wunderschönen neuen Monat zu senden. Nee, zu senden, was sage ich denn zu senden? Ich bin sowieso schon irgendwie noch so ganz dunkel. Es ist ja Ende Oktober, also was erzähle ich denn vom September? Wie blöd. Ende Oktober haben wir. Ja, das ist, wenn man vordreht. Aber das musste ich ja machen, weil wir 7 oder 8 Wochen weg sind. Sorry. Dieser Fehler bleibt auch drin, denn wir sind alles nur Menschen und wir sind hier keine Maschinen, ne? Aber vordrehen muss man sowas und insofern wünsche ich euch einen wunderschönen Start in den November und wir sehen uns bald wieder auf diesem Kanal Farbenfroh 60 Plus. Ich wünsche euch was. Tschüss. Meister Basta. Voll im Monat geirrt.